Jetzt wird's gut. Ich weiß schon, dass es gut wird. Ich habe es nicht gesehen, aber es wird gut. Let's go. Ist für YouTube? Nein. Für die Firma Ultimate Nutrition? Ist der doof oder was? Natürlich für YouTube, alter Depp. Meine Fresse, ey. Ich bin verdammt nochmal zurück. Maul. Ich bin ganz ehrlich. Mir fällt das Gesicht in Scheiben aus dem Maul. Tschüss, ich glaube, ich bestelle mir so ein T-Shirt von Roswitha Rühl. Ultimate Nutrition. Nein, das gehört nicht Rühl selbst. Das ist irgendein Typ, der macht sich hier einen Spaß. Da steht nicht Markus Rühl hinter. Was soll ich sagen? Ich habe mir eine kleine kreative Pause gönnt. Sehr schön. Ich auch. In Jordanien. Markus in Jordanien, Alter. I got heat for you. Danke dir fürs Prime-Abo, Digga. Kam der Rocker-Kalender schon? Nein, wenn der kommt, machen wir hier ein Live-Opening natürlich. Und da war der Staatsminister mit Ehren, da hat das Militär da gestanden. So. Passt auf, die sind aufs Auto gesprungen, ja? Um Fotos zu machen, haben der Hammer fast auseinandergebaut. Dann habe ich mich im Fahrstuhl umgezogen, musste raus auf die Bühne, dann sind die auf die Bühne gehüpft. Die Sicherheitsbeamte haben dann mit der Kanone in die Luft geschossen, um die Leute, ne, unter Kontrolle zu kriegen. Oh, da kommt Markus Grün nach Jordanien, Alter. Und da verfolgen den die Leute und springen ihm auf der Bühne hinterher, Alter. Nicht normal. Und das war meine kreative Pause. Das war recht lustig. Also Markus Rühl kreative Pause war in Jordanien auf dem Gastauftritt. Richtig. Es waren jetzt fast 4 Jahre, durchgehend eigentlich so gut wie jeden Tag. verdammt nochmal online. Achso, ich dachte, die haben das so geschnitten, dass der 4 Jahre Pause hätte. Okay, 4 Jahre hat der Gas gegeben. Das hat aber Paul krass gemacht, ne? Auf Social Media, auf YouTube, auf Instagram. Wow, ja, das ist geil. Alex, meine ganze Bodybuilding-Karriere habe ich 20 bis 25 Jahre Reis und Thunfisch gefressen. Da hatte der aber auch, da hatte Markus Rühl, warte mal, wo der im Supermarkt ist. Das ist gar nichts, meine ganze. Da hat er dieselbe Frisur wie Patrick Teutsch vorgestern auf dem Wettkampf. Guckt euch das mal an. Bodybuilding-Karriere habe. Das ist dieser Chris Bumstead 0815 Irokesenschnitt. Guckt euch das mal bitte an, wie asozial ist bitte das. Ich finde diesen Haarschnitt noch asozialer als ein Fukuila von New Kids. Ohne Spaß, Freunde. Ohne Spaß. 20 bis 25 Jahre. Reis und Thunfisch gefressen. Also Schnauze. Ihr wisst, ich koche sehr, sehr gerne. Ja. Ich auch. Wie zum Beispiel 25 Eier mit 20 Eiklar. Ganz, ganz lecker. Jeden Tag mein Mixer. Kann ich jedem empfehlen. Unter anderem habe ich vor, mein eigenes fucking Restaurant zu eröffnen. Cool. Dann brauchen wir noch einen Namen. Einen schönen Namen, ne? Das würde ich zum Rühl oder so, ja. Zum Rühl. Geiler Scheiß, Mann. Oh, da gibt es ein schönes Hähnchen mit Reis. Ja, das bestelle ich mir. Abelschorle, so muss das sein. Abelschorle, so muss das sein. Hey, das ist irre. Leg ich euch ans Herz, kommt vorbei. Alles gut und viel Erfolg für euch. Ihr seid natürlich bei allem mit dabei, denn ich will das am besten mit euch gemeinsam machen. Ihr sollt bei allem mitbestimmen können. Finde ich super. Schenkt doch mal Thunfisch aus und dann hätte ich gerne ein Produkt, was gut schmeckt, wo auf jeden Fall funktioniert. Zum Beispiel 500 Kilo Masthuhn. Das wäre toll. Doch Markus sollte noch früh genug erfahren, dass er kein Mitspracherecht an Pauls Restaurant hat. Wie die Restaurant schreiben, Alter. Es soll ein ganz spezielles Restaurant werden. Ich möchte wirklich trackable Nahrungsmittel. Trackable? Was? Ich hab kein Wort verstanden. Was ist denn jetzt wieder los? Und damit auch noch vegan sind. Er versteht die Welt nicht mehr. Das ist absoluter Bullshit. Er kann es auch gleich lassen. Ja? Ich bin geschockt. Im veganen Restaurant zahlst du dann 24 Euro für nichts. Mit Erbsen, Linsen und Soja komme ich nicht weiter. Es soll nicht so gebrandet sein, dass es veganes Essen gibt, sondern jeder, der hingeht, soll denken, es ist normales Fleisch. Und dann im Nachhinein sagen, Alter, das war krass, hätte nicht gedacht, dass es vegan ist. Sonne. Die beiden gar keine Ahnung. Perfekte Scheiße. Der muss irgendwas suggerieren, was überhaupt nicht stimmt. Was ist ein Bodybuilder im Restaurant? Steak. Jeder weiß ja, ich bedarf Fleisch. Und deswegen habe ich gedacht, das zeige ich euch. Ein Bodybuilding-Gericht. Nein, das Restaurant plant Paul erst. Bis jetzt hat er nur 6 Pfannen gekauft. Der hat nicht mal ein Ladenlokal. Das Gericht, wo auf jeden Fall funktioniert. Roswithas Rezepte. Okay, jetzt bin ich mal gespannt.
folgendermaßen. Dann nehmen wir 500 Kilo. Leckeres und sehr günstiges Hähnchenbrustfilet. Mit richtig Gewürz. Und mit richtig Schweinesteak. Ein bisschen Pilze, ein bisschen Tomate dazu, ein paar Zwiebeln dazu. Mach ein bisschen Pfeffer rein. Salz ungefähr so 2 Gramm. Ab auf den Teller. Schon kann die Grillparty steigen. Ganz einfach. Für mehr Rezepte folgt Markus Rühl. Würdet ihr essen gehen, wenn ihr wüsstet, dass es nur veganes Essen gibt? Nein, ich nicht, weil ich bin... Ehrenmann. Kein Veganer. Finde ich absolut perfekt. Nächstes Jahr in New York stehst du auf der Bühne. Vielleicht wird es sogar in Zukunft dann nochmal ein, zwei weitere Läden gehen. Mal schauen, je nachdem, wie gut ihr es annimmt, wie sehr ihr Bock drauf habt. Dann ist Feierabend, dann bin ich lieber aus dem Fenster, weil da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Das ist schlecht, das ist böse und das will leider. Ich garantiere euch, das funktioniert nicht. Ihr habt hoffentlich diesen Kanal abonniert, das Video geliked und einen Kommentar gelassen, um mir dabei zu helfen, das Restaurant so geil wie möglich zu machen. Das wird nicht geil. Das wird höchstens durchsichtig. Für mich ist immer die Bestrebung, eigentlich so auszusehen. Wie eine Schlachtsau, deswegen kann ich nie aufhören. Was tun des Grauens zu fressen? Bye bye von mir, macht's gut, bis dann. Wer will Kinderschokolade? Wer will Kinderschokolade? Geil, Freunde, Roswitha Rühl mal wieder zersägt, Alter. Abonniert den Channel für mehr von solchen lustigen Memes, Alter. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde, und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Video. Lasst auf jeden Fall ein Abo da bei dem Kanal, kommentiert wie immer fleißig und falls ihr mich supporten wollt, findet ihr wie immer die besten Supplements auf powerstage-germany.de. Mit meinem Rabattcode sichert ihr euch den besten Rabatt. Damit supportet ihr mich ordentlich und sichert euch feine Subs. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Adios.